Junge, 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 das war aber ein böser Ritt hier runter nach Isny in Süden. Ne? Ja. Die Alpen haben wir eben auch schon gesehen. Wir sind verdammt weit unten angekommen, würde ich sagen. Das kannst du laut sagen, du. Das Erzgebirge ist weit hinter uns. Wir sind jetzt gefahren über 700 Kilometer. Allerdings, ja. Aber jetzt sind wir im Allgäu. Jetzt sind wir da. Ja. Der Julian sagt, wir sollen direkt ins Revier kommen. Das finde ich gut. Ja, spricht für ihn, aber das wissen wir ja. Waren ja schon ein paar Mal mit ihm jagen, ist er hochpassioniert. Allerdings, ja. Mhm. Das stimmt. Da will er also gleich loslegen. Und will mit uns auf Ansitz. Cool. Aber hätten Sie auch versprochen, morgen bei Sauer ins Werk, Werksführung, genau. Plus noch Schießstand, ne? Ganz genau, vor allen Dingen Schießstand. Ich hoffe, er hat schon mal ein paar Paletten hingestellt, Munition, oder? Meinst du? Wäre schön. So einen kleinen bunten Schießfinger wäre auch mal was Feines. Ja. Aber er hat schon gesagt, er wird ein paar Waffen raussuchen, die wir ausprobieren können. Das machen wir. Wir werden sportlich schießen. Er ist ja auch Sportler durch und durch. Handballer, ja, hat er richtig auch hoch Handball gespielt. Ich glaube Regionalliga oder sowas. Ja. Und Handballer, das sind eher die harten Jungs. Das sind die harten Jungs. Nicht genau. Wie du hier, die Fußballer, die sich bei jedem Berührung gleich auf dem Rasen wälzen. Ja, ist klar, du alter Hammerwerfer. Nee, ich freue mich echt. Und ich bin auch gespannt, so ein bisschen von ihm zu erfahren, wie es dazu gekommen ist, dass er mit Anfang, Mitte 30 Geschäftsführer ist, ob er wen bestochen hat oder so. Ich habe keine Ahnung, wir werden das erfahren, aber das ist natürlich schon eine Leistung und eine Verantwortung. Ja, ne? Das muss man schaffen. Ja, Sauer, 270 Jahre. Er, wie gesagt, Anfang 30. Das ist viel Verantwortung. Wir werden das alles erfahren, in Erfahrung bringen und heute Abend hoffentlich noch ein Reh schießen. Doch, wäre gut. Oder zwei. Wir haben es geschafft. Hallo, die Herren. Endlich. Guten Tag. Herzlich willkommen im Allgäu. Hallo, Christian. Florian. Hallo. Danke, mein Lieber. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank. Den weiten Weg auf euch genommen habt. Vielen Dank für die Einladung. Ja, klar. War echt ein guter Ritt. Doch ein paar Stunden da. Aber der Blick entschädigt dir. Ja, herrlich. Wahnsinn. Ja, so, wenn man so ein paar Erhöhungen hat, das tut auch mal gut für die Sicht. Ja? So, das kennt ihr ja im Norden gar nicht. Ich fahre doch schon über die Dörfer eben hierher, die Höfe und alles. Also das ist schon wirklich richtig schick. Ja. Ja. Jetzt verstehen wir, warum hier auch so viele Urlaub machen. Das ist wirklich auch eine schöne Gegend, muss man sagen. Traum. Ja. Nee. Das ist so. Nee, wir sind mitten im Revier hier gerade schon bei mir. Man sieht, wir haben schöne Erhöhungen, schöne Hügel, schöne Wellen, wo man einfach schöne Überblicke hat. Der Mais ist runter. Der Mais ist weg. Ja, das war jetzt eigentlich unser großer Maisschlag im Revier. Groß. Ja, also, sag mal, für unsere Verhältnisse ist er doch etwas größer. Das wäre bei uns das Vorgewende. Ja, das stimmt, ja. Das aber apropos Ansitz, du meinst, wir legen direkt los oder wie? Ne? Ja. Deshalb treffen wir uns hier. Genau, wir haben gedacht, die Tage sind kurz und werden immer kürzer. Ja. Wir sollten nicht zu viel Zeit verplempern. Und deshalb Treffpunkt direkt im Revier. Wir machen hier, gucken uns schnell die Ausrüstung an und schauen, wer wohin geht. Genau. Ich glaube, da habt ihr immer ein Ritual, was ihr macht. Genau. Das müssen wir noch auslosen. Müssen wir jetzt austüfteln, wer dich begleiten darf. Diesmal gewinne ich bin mir da ganz sicher. Meinst du? Ja, hallo, letztes Mal habe ich ja schon abgelost mit dem hier Dart werfen und so, das war nicht diesmal. Okay, was machen wir jetzt? So. Naja, wir machen ein paar Trönchen hier. Patrönchen? Ja. Okay. Patrone nicht am Mann, aber ich hätte eine Vogelschlage. Oh, Vogelschlage ist auch gut. Ihr habt hier viele Füchse, oder? Wir haben viele Füchse hier. Du wirst danach gleich deinen Weg klagen, dein Leid klagen. Da bin ich auch schon gespannt. Okay, weil er immer verliert, darf er zuerst wählen. Okay, los. Na? Ab nach hinten. Aber nicht tauschen, wenn ich jetzt eine Seite sage. Nicht wie im Kindergarten hier immer weg, ne? Ich nehme links. Ja, klar. Nicht getauscht. Start geht der Einzelkämpfer. Ihr seid doch am Bescheißen schon wieder. Nein. Tut mir arg leid. Aber na gut, also dann musst du jetzt mit Schätz auf einen sitzen, beziehungsweise jagen gehen. Du weißt das, ne? Ja, absolut. So, dann willst du noch einmal für dich. Die ist für mich, ja? Die ist für dich, genau. Der Schalldämpfer, den kann man noch drauf machen. Ah ja, mit Schalldämpfer. Schöne 404 in 270 Winchester. Oh, passend schön. Zum 270-jährigen Jubiläum. 270 Jahre Sauer. Die Firma Sauer, genau. Ja. Und schön hoch, Fältchen dran. Drauf, Gewinde. Ja, toll. Genau, wirklich eine sehr, sehr schöne Büchse. Und ich habe auch meine 404 dabei. 308 Winchester. Der Geschäft. Ganz klassisch. Ein richtiges Holzchen drauf. Schönes Holz dran. Verstellbarer Schaftrücken. Holzklasse was? 8.
Hast dich zurückgehalten, ne? Habe ich mich zurückgehalten. Nee, es geht halt, glaube ich, gar nicht immer so um die Schaft. Also es geht um den Schaft, ob er einem gefällt. Ja, und dann die Maserung ist manchmal persönlicher Geschmack viel mehr wert, wie wenn irgendwo eine Holzklasse auf dem Karton steht. Ja. Deshalb, was mir halt immer so wichtig ist, dann auch die Features für die Ergonomie, für die Schießergonomie und trotzdem nicht auf das klassische Design verzichten. Sag mal, das ist geölt? Hat der Schaft ist geölt, ne? Genau, der hat ein Finish drauf. Ja, schön. Und ein bisschen glänziger, der hier hat ein mattes Finish drauf, also ganz klassisch. Das war uns einfach wichtig bei der Serie zum Jubiläum, wirklich auf die klassischen Werte, Stahlgehäuse, viel Stahlteile und dann eben klassisches Holz dran. Und es macht einfach was her, es sind wunderschöne Gewehre, Kammer läuft und cool. Genau. Das ist schon mal die halbe Miete, gutes Werkzeug. Sehr gut, ich kann es auch gar nicht abwerten, ich würde sagen, oder? Dann packen wir's, machen wir los. Der Wind kommt aus dem Revier raus. Das ist also eigentlich ein Ursprungsplan, dass wir von der anderen Richtung her pirschen, aber jetzt machen wir es halt in die andere Richtung. Also wir gehen jetzt einmal hier durch das Wäldchen durch, auf die andere Seite. Da sieht man eine schöne Schilfkante an dem anderen Wäldchen. Und dann arbeiten wir uns ein bisschen ins Revier vor. Okay, also während Florian sitzt an seiner Moorfläche, pirschen wir. Pirschen wir ein bisschen und dann am Ende setzen wir uns da nochmal, wenn es ein bisschen dämmerig wird. An eine Waldwiese, die mitten im Revier ist, wo eigentlich ein Anziehungspunkt ist für Rehwild. Ja? Und sonst loslegen. Machen wir los. Dass wir halt sicher sein können, wir haben Schnee im Winter. Und gerade für die Fuchsjagd ist es halt dann Wahnsinn. Also wenn der Schnee liegt, wir jagen nicht, versuchen das Rehwild, die Rehwildjagd früh jetzt zu beenden. Ja. Das halt dann in der Notzeit, sage ich mal, oder wenn es halt wirklich Schnee hat, dass wir halt nicht mehr aufs Rehwild raus müssen. Was heißt früh bei euch? Also kommt halt auch ein bisschen immer auf den Schnee drauf an, wie der kommt, aber dass wir halt im Dezember schon fertig werden. Ja. Weil eben in der Regel kann man davon ausgehen, dass wir im Januar wirklich viel Schnee bekommen. Und dann, erstens kommt man kaum noch ins Revier, aber wenn wir nicht ins Revier kommen, dann sollte man vielleicht auch dem Wild die Ruhe lassen, weil die haben es dann auch wirklich schwer. Mhm. Und ich glaube, mit jeder Störung produziert man nur dann mehr Verbiss. Ja. Und das soll lieber die Ruhe lassen. Ich habe herausgehört, deine zweite große Leidenschaft ist ja die Fuchsjagd. Ja, ich gehe unglaublich gerne auf Raubwild raus. Was machst du da? Hast du auch Luderplätze? Ich habe im Revier einen guten Luderplatz, wo ich das ganze Jahr so ein bisschen die Schlachtabfälle auch hin tun, dass die immer wieder was finden, um das für den Herbst, Winter gleich vorzubereiten, dass sie was kennen. Und ansonsten eben halt die, gerade von den Rehen, die Schlachtabfälle oder die Decke, das tun wir halt dann raus. Mhm. Und das klappt eigentlich recht gut. Und gerade hier, man kennt ja die Wege, die Pässe, wo gehen sie und wo sind die Bauten. Und habe da eigentlich eine richtig gute Stelle. Also hast du schon so ausgesucht, dass du sagst, okay,
Hier im Bachlauf. Da an geht der Straße. Bachlauf vorbei, ein bisschen Schilf, Straße auf einer Seite. Der Bau ist relativ nah, ist mitten in dem Wäldchen vor uns. Eine kleine Wiese, die zum, ja, ist super klein. Aber ist halt ein Magnet innerhalb des Waldes, wo die Füchse immer drauf kommen. Ja. Und das ist schon richtig, richtig gut. Und bereits mal vor, und dann wirklich mal in richtig schönen, klaren, schneereichen Winternächten, dann mal dahin, weil dann hat man da Potenzial, wirklich auch mehrere Füchse dann zu bekommen. Ja. Nicht nur einen, ich glaube, letztes Jahr war ja, drei hatte ich mal einen Abend, eine Nacht. Ja, schon bei, es macht schon Spaß. Jetzt sitzt du ja waffentechnisch an der Quelle. Ziehst du dann mit der 404 und 308 los oder hast du noch mal so ein kleines Fuchsbesteck? Also ich ziehe mit der 404 los, aber nicht in 308. Ich habe mir da extra noch einen Wechsellauf dazu getan in 223 Remington, weil ich einfach gesagt habe, es sind teils wirklich starke Füchse und mir ist da einfach zu schade, die Bälge wegzuschmeißen. Ja. Und die 308 macht halt doch ein großes Loch und die 223, die ist so präzise, die ist auch schön rasant. Und man hat halt, wenn man die richtige Patrone auswählt, keinen Ausschuss. Oder so gut wie keinen Ausschuss. Ja, was schießt du da für eine Laborierung? Ich schieße da die Hornady, die NTX. Das ist wie dieses bleifreie Pendant zur V-Max, zur Warmint-Patrone. Und die wiegt nur 2,4 Gramm und ist halt super rasant. Und ich habe wirklich von den 17 Füchsen hier letzten Winter, ich glaube, bei 12 hatte ich keinen Ausschuss und bei 5 eben Geschossgröße, also ja, minimal. Ja. Ja. Und ja, haben wir alle zum Gerber gegeben. Es müsste irgendwann mal das Paket kommen mit einer Ladung Bälge. Sogar ein Steinmarder letztes Jahr damit geschossen, hatte keinen Ausschuss mit dieser Patrone. Ja, von vorne auf den Stich und hatte der Marder keinen Ausschuss. Das ist doch mal ein Tipp hier vom Fachmann. Ja. Na Jungs, ach, wie sieht's aus? Der Kollege Starnke aus der Dunkelheit. Draußen vom Walde kommt er her. Zeig mal deine Hände. Ich breche immer mit Handschuhen auf, mein Lieber. Aha, ja, mach's nicht. Aber guck mal, ich brauche gar keine Handschuhe. Wir haben nämlich hier richtig Beute gemacht. Wow, nicht schlecht. Naja, der Julian. Aber da ist gar kein Loch drin. Naja, sehr schonend entnommen. Schonend erlegt. Ja. Und wie war's bei dir? Nullnummer. Nichts gesehen leider. Schöner Sitz, wirklich. Echt schön. Ist das ein Hochmoor oder was? Ja, ist das, ne? Wahrscheinlich. Ne? Nee, echt schön. Aber kein Wild. Keine Mäuse, kein gar nichts. Ja, das sind wir aber weit vorn. Haben wir mit unseren zwei Hasen und zwei Pfifferlingen. Zwei Hasen, zwei Pfifferlingen. War super. Und ungefähr 2 Kilometer gepirscht. Ja, locker. Ja. Locker. Kein Reh gesehen. Kein Reh. Am Schluss noch im Wärmebild. Ja, aber. Was man sehen kann, kann man auch schießen, habe ich mal gehört. Ja. Nee, es war dann doch schon zu dunkel. Wärmebild und weit weg, aber sonst war tatsächlich nichts los auf den Wiesen. Aber es war alles frisch gemäht, Gülle drauf. Ja, das ist der leergeschossene Süden, aber ist nicht wie bei uns im Osten. Nee, ist nicht wie im wildreichen Osten. Ne? Ja. Das ist auch genau. Nee, war auch schön. In der Realität. Hat mir gut gefallen. Ja. Also, dann los. Abflug. Abmarsch, was futtern. Okay. Morgen geht's dann. Morgen geht's weiter? Morgen geht's zur Sache. Morgen bin ich gespannt, mein Lieber. Morgen wird sicher mal schießen, auf jeden Fall. Ja. Machen wir. Also, okay. So,
So, jetzt schauen wir uns mal ein paar schicke Gewehre an. Jetzt gehen wir mal in den Schuldenbein und schauen, was du da alles vor. Oh, und du fasst hier bitte nichts an. Warum denn? Ich nehme das mal. Ich bin versichert. Oh, hier steht wirklich alles mit dabei. Man sieht auf der linken Seite unsere Repetierer, eben Sauer 404, unser Flaggschiff, sage ich mal, modulare Repetierbüchse, dann die Sauer 101 und die Sauer 100. Da haben wir alle drei Kategorien da, vom Super Premium über das mittlere Preissegment bis hin zur Einstiegswaffe mit der Sauer 100, wo ich sage, wo wir mittlerweile auch weltweit sehr, sehr erfolgreich damit sind, in dem unteren Preissegment. Und dann eben nach oben hin, wo es bei einer 404 dann eigentlich keine Grenzen mehr gibt, wenn es dann um Hölzer geht, um Kaufen geht. Ja, ich bin ja auch mehr für oben hin und Hölzer. Genau. Und da haben wir ist natürlich ein paar viel, ne? Schöne Sachen auch hier stehen. Und ich bin auch ein riesen Fan von Holz, weil ich sage einfach, jedes Holz ist halt anders. Jedes hat seinen eigenen Charakter. Und jeder findet da was für seinen Geschmack, glaube ich. Ist natürlich, darf ich? Ja, gerne. Ja, immer Ringe ausziehen ist immer gut bei so Schäften. Weil der Ringe einfach in die Hosentasche steckt. Dann wenn ich den verliere, kannst du dich mit meiner Frau auseinandersetzen. Also das klären wir dann. Natürlich, man weiß, was man im Kunststoff hat, die Robustheit und alles, aber ich finde einfach, die Gewehre mit den Holzschäften haben einfach viel mehr Charakter und viel mehr Seele. Das macht einfach Spaß. Man entdeckt immer wieder was Neues in der Maserung drin. Und das sind dann schon, wo ich sage, meine Highlights mittlerweile wieder, dass ich mehr Waffen mit Holz schafft, auf die Jagd mitnehmen, weil es einfach schöne Gewehre sind. Halt ein bisschen fliegen. Du wirst aber ganz schön früh alt, mein Lieber. Du 270 Jahre, das ist sauer. Manche entwickeln Geschmack auch früher. Danke. Wie alt bist du? 34. 34. Wie kommt das jetzt, dass du als so, sagen wir mal, junger Mensch hier Geschäftsführer geworden bist oder bist? Ja, gut, ich habe 2012 bei der Firma Sauer angefangen, damals als Produktmanager, und bin dann über verschiedene Positionen im Vertrieb, habe ich mich da etabliert, habe ich mich weiter vorangearbeitet, und unser Geschäftsführer ist letztes Jahr innerhalb unserer Unternehmensgruppe aufgestiegen in die Geschäftsführung der Gruppe, und da wurde der Platz frei, und da kam mir dann die Ehre zuteil, dass ich gefragt wurde, ob ich denn gerne Geschäftsführer werden würde, beziehungsweise man hat mich gebeten, dass ich die Geschäftsführung übernehme. Worum es gar nicht geht, denke ich, ist bei Sauer, die Firma ist immer mit der Zeit mitgegangen, sonst würde sie heute nicht mehr existieren. Aber sie hat nie ihre Kernwerte irgendwann verloren oder verleugnet, sondern das ist, glaube ich, das Wichtige nachher, dass wir mit der Zeit gehen, dass wir offen sind für Innovation, aber das immer auf die Sauer Art umsetzen, weil für uns steht halt Design mit an oberster Stelle. Themen wie die Präzision, das ist gegeben, da gibt es ja gar keine Diskussion drüber. Aber Qualität und Design, das steht halt an oberster Stelle. Und egal wie die technische Weiterentwicklung ist, das muss einfach immer die Prämisse sein. Also Sauer baut ja nicht mehr Repetierer, das scheint ja das Hauptgeschäft zu sein. Flinten, ich sehe da hinten noch ein paar Flinten stehen, ihr habt ja auch Selbstladeflinten. Genau. Vielleicht kannst du dazu ja noch was sagen. Komm, guck mal, lass uns mal rübergehen. Aus der Geschichte der Firma Sauer eigentlich heraus entstanden. Sauer hat ja immer erfolgreiche Kooperationen mit italienischen Flintenherstellern gehabt. Wenn man sich mit Flinten ausweist, die Italiener, die können einfach super Flinten bauen. Und Sauer hatte schon mit Beretta Kooperationen und anderen Herstellern. Jetzt haben wir die Firma Breda gewonnen für die Selbstladeflinte, die SL5. Wo wir einfach sagen, das geht einfach auch mit dem Trend, gerade mit der Selbstladebüchse, wo wir haben, das ist der Sauer 303, dass wir auch eine Selbstladeflinte im Programm haben, und mit der Firma Breda als Miterfinder des Inertia-Verschlusses war das natürlich ein Top-Partner für dieses Projekt. Und muss man sagen, klar, die Selbstladeflinte hat ihre Einsatzzwecke, ganz klar, sei es bei den Krähen, Tauben, Enden. Ja. Und es hat sich eigentlich sehr gut entwickelt. Und auch bei einer Selbstladeflinte, wenn man immer denkt, Mensch, eine Selbstladeflinte, Halbautomat, ja, Kunststoffschaft, Kamung, wie auch immer, aber bei uns war dann die oberste Prämisse auch wieder das Design an der Flinte. Und man sieht einfach, das sind halt dann die Sauerlinien auch wieder zu sehen. Eben elegantes Holz, schönes Holz, feine Linien, wirklich schöne Gewehre, muss man sagen. Und dann haben wir noch eins im Programm, was wir natürlich heute Nachmittag im Schießkino auch noch testen wollen, ist die Sauer 303, unsere Selbstladebüchse. Ja. Und jetzt geht ja die spannende Drückjagdzeit wieder los. Ja. Und Selbstladebüchse ist halt aus meiner Sicht für die Drückjagd schon eigentlich mit das weitgerechteste Gewehr. Man kann sich voll und ganz auf den Schuss
fokussieren, konzentrieren. Man muss nicht drüber nachdenken, man muss nicht aus dem Ziel gehen. Muss halt sich unter Kontrolle haben, muss umgehen können mit dem Werkzeug, wie wir es gerade eben immer gesagt haben. Der Steuermann. Der Steuermann macht's. Aber auch hier kommen einfach wieder die Sauerwerte zum Vorschein. Eine Selbstladebüchse muss halt nicht globig und aussehen wie ein militärischer Halbautomat, sondern geht halt auch richtig schick als Jagdbüchse. Mit einem schönen Holzschaft sieht es halt einfach wunderbar aus. Und damit kann man sich, glaube ich, auf jeder Jagd blicken lassen. Klar, als Geschäftsführer kann ich mir das vorstellen. Du hast gesagt, Drückjagdsaison beginnt. Sehen dich deine Kollegen dann während der Drückjagdsaison noch in der Firma? Oder holst du Input? Also ich glaube, meine Kollegen sind wahrscheinlich mehr auf Drückjagd wie ich als Geschäftsführer. Von dem her, das ist natürlich ein Job, der zeitlich mich natürlich auch sehr fordert. Und Jagden, das ist immer, die Zeit muss man sich dann nehmen. Ich versuche natürlich meine Zeit dann auch rauszuschlagen, wo ich mal raus kann. Und die eine oder andere Drückjagd nehme ich natürlich mit. Aber so, dass es ist, okay, für der Geschäftsführer als Jagdwaffenhersteller, das geht die ganze Zeit auf die Jagd. Ich glaube, von dem Bild muss man sich wirklich auch verabschieden. Die Leber von uns aber auch. Wir sind den ganzen Tag nur Jagd. Wir sind immer noch Jagd. Aber gut, das würde ich jetzt auch denken. Nee, das, natürlich gehört die Jagd dazu, ist ein ganz wichtiger Teil, aber das ist, der Job ist der Job und die Jagd ist die Jagd und das ist schon wichtig auch. Also man muss den Input mitbringen, man muss da auf die Jagd gehen und selber sich damit auseinandersetzen, gerade in der Position. Aber ich glaube, es gab schon Zeiten, da war ich mehr auf der Jagd, wie dass ich jetzt als Geschäftsführer der Firma Sauer bin. Wir machen jetzt, hier gleich einen Abflug, glaube ich. Ne? Hiernach hast du gesagt, wir wollen jetzt nochmal in die Fertigung gehen. Genau, wir schauen nochmal an, wo eigentlich die Komponenten dieser Waffen, die wir uns angeschaut haben, herkommen. Da schauen wir nochmal drüber, zeige ich ein bisschen den Maschinenpark, weil es ist auch immer sehr beeindruckend, wo kommen die Läufe her, wie wird ein Laufgehör hergestellt, wo kommen die Gehäuse her, wenn man das alles mal sieht, die Prozesse. Ja, wir möchten mal Späne sehen und große Hämmer. Und dann gehen wir aber auch noch ein bisschen auslösen, oder? Und dann müssen wir natürlich auch mal einen Schuss machen. Deshalb da haben aber noch ein, zwei. Guck mal, wie viel ihr vertragt. Also. Wie viel aushalten. Gute Stück zusammengebaut und nun? Genau, jetzt sind wir in der Endabnahme. Dann Peter, langjähriger Mitarbeiter auch von der Firma Sauer. Und Peter wirft einen letzten Blick über die Waffe und prüft nochmal alle Sachen, wie gesagt, ob Seriennummern stimmen, Kalibern stimmen, Kaliberangaben stimmen, was auf dem Auftrag steht und was auf der Waffe ist. Und macht die komplette Qualitätsendabnahme. Ob alles so passt, bevor es dann nachher in die Verpackung geht. Also das ist jetzt wirklich, also Eigenkontrolle, das ist ja schon der Name, also danach ist es... Danach geht es in die Verpackung, wird einmal kurz gereinigt, verpackt, kommen dann die Sachen, die Bedienungsanleitung und so weiter mit dazu ins Paket und dann wird das Paket verschnürt, wird etikettiert und geht dann in unser Versandzentrum. Ja, super. Mal alles gesehen. Schön, prima. Jetzt fehlt uns eigentlich ja noch eins, oder? Ein Step. Und das wäre, dass wir mal was ausklinken, oder? Mal gucken, ob die Waffen auch schießen. Schön sehen sie ja aus, aber... Das ist wie einen ganzen Tag irgendwie beim Bäcker oder sonst wo, sich den ganzen Tag Essen angucken oder hungrig einkaufen. Irgendwann muss man mal ein Brötchen beißen. Irgendwann muss es auch mal losgehen. Ja, nee, das machen wir jetzt noch. Ja, spitze. Okay. Den Schießstand runter, den Schießkino. Cool. Und dann werden wir noch ein paar Sachen ausprobieren. So. Oh, jetzt schmeißt du Ketzen. Das sieht nach Schießen aus hier, oder? Brauchen wir den Schießkino? Wo kommen wir die Schweine sind schon da? Ja, dann schaffen wir die. Die machen wir schon so. Oh. Junge. Sauer 404, Sauer 101, Sauer 303, Selbstladebüchse auch. In unterschiedlichen Kalibern, 8x57, 9,3 und 308 Winchester. Ist ja für jeden was dabei, ja? Es sollte für jeden was dabei sein. Ja, da könnt ihr auch mal die verschiedenen Modelle einfach ausprobieren. Mir fehlt ein bisschen die Hornet, aber gut. Die Hornet. Das wäre aber ganz schön, wie dich Mucker. Nicht, dass ich noch vom Stand runtergepustet werde gleich. Ja, wir halten dich fest von hier. Wir können dich auch sichern am Stand. Ja, nee, da können wir einfach mal durchschießen. Ja, schön. Und mal auf langsame Schweine, schnellere Schweine, können wir uns ein bisschen steigern, wie
wie ihr Lust habt. Ja, wir brauchen erstmal ein paar langsame zum Reinkommen. Und wir dürfen uns jetzt was aussuchen oder läuft's? Genau, ihr könnt euch einfach was aussuchen, könnt alles testen, gerade auch mit Schalldämpfer sollte man eh nicht dann zu heiß schießen, dann ist nur mal ab und zu mal eine Pause zum Abkühlen gar nicht schlecht. Ja, kurz sind noch 28 Meter. Sollen wir den Schalldämpfer erstmal runter machen? Ach, gern! Gedacht, da kann ich gar nicht Nein sagen. Haben wir hier Kühlpads oder sowas? Aber guck mal hier, so eine stramme Hammerwerfer. Oder die hier ist es ja. Stell dir mal vor, ich wäre Fußballer, wenn ich zwei Schalldämpfer drauf. Wie heiß ist er jetzt? Oh, guck mal. Jetzt kommen mal die richtigen Murmeln. Oh. Ja, sieht doch mal gut aus, ne? Machen auf jeden Fall mal große Löcher. Sieht schon böse aus, ja. Die tun weh, oder? Ich fange erstmal mit drei an. Die verträgst du nicht so gut. Ich weiß es noch nicht. Ja. Ein bisschen Sorgen bereitet mir schon das geringe Gewicht. Ja, die ist schon wirklich leicht. Das muss man die schon sagen. Die ist schon wirklich leicht. Nee. Ach du Scheiße. Oh Gott. Na gut, ein Glas kann ja nicht ins Gesicht kommen, das ist schon mal die halbe Miete. Angst fressen Seele auf. Ja. Das Motto des Tages. Sag mal. Oder use enough gun, ne? Ja. Oh, low battery hier. Ich habe gerade gedacht, wer redet mir hier ins Ohr? Ja, aber es ist schon der Hammer. Los, jetzt schnack nicht so viel, schieß mal lieber. Ja, du kannst ja mit deiner 308 schön reden. Ich schieß damit auch gleich. Echt? Ja, klar. Na dann. Ach, die kleine willst du nicht, ne? Nee, ist so klein. Da muss auch mal eine große kommen. Ja, aber geht. Aber nicht ohne. Nein? Ist gut. Nee, echt? Ja? Ich hatte schon ein bisschen Angst, kann ich jetzt zugeben. Aber ist okay. Ja. Nee, ist okay. Ja. Das ist auch das Schöne bei dem Carbonschaft. Der Carbonschaft absorbiert ja auch den Rückstoß. Das ist ja keine starre Faser, das ist ja leicht. Elastisch. Ach so. Deswegen ist ja extra auch so ausgerichtet, die Fasern, dass die den Rückstoß auch aufnehmen. Das mache ich gleich nochmal. Nee, so wir sehen, wenn du jetzt cool. Schalldämpfer schießt, das richtig ist gut. Gar kein Problem. Ja, gib mal her. So. Achtung. Der war gut. Alle. Geht schnell, ne? Ja, ich zieh zu schnell. Aber wir haben ja noch ein bisschen Munition. Wir haben noch ein bisschen. So. Davor. Aber, aber man merkt schon, die Mündungsbremse, ja, da kommt nochmal richtig was zurück. Die Haare füllen, ja, ne? Absolut. Ich meine, die Selbstladebüchse ist ja so auch vom Rückstoß schon geringer, milder, ne? Wegen dem Gasrücklader, wenn der Gas drum umgeleitet wird. Aber mit Mündungsbremse, das gibt dir nochmal viel mehr Ruhe im Schuss. Sag mal, wie oft schießt du jetzt hier? Also, du machst das regelmäßig, oder? Also ich versuche einmal im Monat auf jeden Fall wirklich ins Schießkino zu gehen, über den Sommer durch, dass du im Winter die Routine schon hast. Ja, ja. Und das versuche ich einfach. Und benutzt du dann immer deine eigene Waffe oder probierst du auch verschiedene Waffen aus? Ich versuche schon abzuwechseln, aber ich bringe doch meistens meine eigenen mit. Ja. Dass ich einfach weiß, aber meistens habe ich halt einen Repetierer, eine Selbstladebüchse dabei. Und dann einfach, dass ich mit beiden Waffen den Umgang einfach vertraut bin. Und das ist eigentlich das Wichtigste, das Handling und das Schwimmverhalten, die Abzugskontrolle. Man muss wissen, wann bricht der Abzug. Und das kriegt man nur über Routine, über Training. Das ist, ja, das Wichtigste. Super wichtig. Du sagst ja, du trainierst doch mal zu Hause. Ja, natürlich genau. Nicht scharf. Aber was kann man denn zu Hause machen? Zu Hause gerade das Mitschwingen. Einfach sich Linien das suchen. Lineare, ja. Mit dem Rotpunkt, mit dem Fadenkreuz Linien folgen, dass man gerade Linien bekommt. Weil oft ist ja das Problem, dass man meistens diese Wellenbewegung. Und man kann ja auch trocken abziehen. Das ist ja kein Problem, dass man einfach dieses Abzugsgefühl trainiert. Weil das hat beim trocken abziehen. Das Beste ist ja, wenn man jemanden auf den Stand schickt und sagt, die Waffe ist eigentlich geladen, ist keine drin, dann sieht man erstmal, wie er wirklich abzieht. Ja. Oft dann das Mucken halt doch kommt. Und das muss man halt in den Griff bekommen und das schafft man aber nur über Routine. Und wie gesagt, ich versuche einmal im Monat, dass ich auf jeden Fall hier bin, gerade auf die beweglichen Ziele. Vielleicht mal noch auf dem laufenden Keiler irgendwo außerhalb, aber
Einfach die Routine ist so wichtig. Ja. Mit den Schlagbolzen. Ja. Ist es jetzt schädlich, wenn ich ohne Pufferpatrone abschlage oder nicht? Also bei den neu konstruierten Gewehren ist das kein Problem. Also da bricht kein Schlagbolzen? Da bricht kein Schlagbolzen. Wir lassen die über Simulatoren laufen, wo sie mehrere tausende Zyklen trocken abschlagen. Da wird nichts brechen. Das ging flüssig. Das ging gut. Würde ich sagen, ja. Auch repetieren will gelernt sein, ne? Ja, absolut. Das ist genau wie mit jedem. Ja. Mit jedem Gegenstand. Man muss sich damit auseinandersetzen mit seiner Ausrüstung, muss das üben, trainieren. Und klar, gerade repetieren ist natürlich bei Sauer eines der Kernthemen. Das ist, weiß jeder. Und da macht es einfach Spaß mit dem Kammergang. Das ist unser Markenzeichen. Das kann man nur mit einer Sauer. Und von dem her, da sind wir auch super stolz drauf auf jeden Fall. Aber ohne Übung geht auch das nicht. Gut, cool. Wir üben hier noch ein bisschen, oder? Wir üben. Genau, dann würde ich sagen, ich lasse euch noch ein bisschen üben. Ich soll mal wieder an den Schreibtisch. Ach so, ist es schon so spät? Ja, ist leider schon so spät. Der Tag ging schnell rum. Absolut, aber hat mich super gefreut, dass ihr da wart, mich besucht habt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Eindruck von unserer Firma bekommen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Der Kern von der Firma Sauer auch ist, was die Marke ausmacht und wofür unsere Produkte stehen. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen und freue mich, wenn wir hoffentlich bald wieder zusammen die Produkte dann auch draußen im Revier testen können. Ja, wir kommen gern wieder. Ihr solltet hier so viele Füchse haben. Unbedingt so. Und vor allem noch Schnee. Genau, Schnee. Wir ja gar nicht mehr. Da können wir dann wirklich nochmal Gas geben. Aber sonst gern. Jederzeit. Wir haben uns auch gefreut, dass wir dich jetzt in der Position hier als Geschäftsführer besuchen können, dass du uns hier empfangen hast, die Zeit genommen hast. Wirklich klasse. Und gestern Abend war auch super. Auch wenn wir keine Strecke gemacht haben. Das sind mehr gewohnt. Ja, das habe ich auch hier im Süden ehrlich gesagt nicht anders erwartet. Nee, vielen Dank, mein Lieber. Beim nächsten Mal. Oh, alles Gute. Nach Hause. Gute Reise. Christian, macht's gut. Grüße zu Hause. So, und die Familie. Wir dürfen jetzt alles, was hier noch steht, leer machen, oder? Das habe ich richtig verstanden. Dürft weitermachen. Ferdinand ist ja da, die Standaufsicht. Dürfen wir nachordern, oder? Wenn die Munition ausgeht, bitte einfach kurz beim Ferdinand melden. Er schiebt dann den Nachschub rein. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Danke. Jetzt haben wir auf dem Schießstand nochmal richtig gezündet, oder? Da haben wir richtig geräuchert. Ja, mir tut auch ein bisschen die Schulter weh. Du hast auch gemuckt wie so ein kleiner Spatz. Ach, hör auf! Ich habe das nicht gemuckt. Hättest den Schalli mal lieber drauflassen sollen. Wie auf Schienen lief der Lauf. Eine Sau nach der anderen habe ich da rollen. Aber Julian, da sieht man schon, der geht öfter schießen. Ja. Hat er natürlich gut gemacht. Und ich fand es auch mega mit ihm. Er ist halt wirklich so ein total bodenständiger Typ. Ein ruhiger halt, kein Lautsprecher. Ne? Also, und ein passionierter Jäger. Ja, er macht das gut. Ja. Wir haben zwar nichts bekommen in seinem Revier. Die Jagd war schlecht, aber habe ich nicht anders erwartet. Hier im Süden ist ja blutleer alles. Ja, da kann ich dich ja jetzt wieder Schneider Starnke nennen. Ich kann dich auch Schneider Schätze nennen. Nein. Wir haben zwei Pfifferlinge gefunden und einen Hasen angelockt. Ja, wunderbar. Die Pfifferlinge haben wir uns nachher in die Pfanne. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber Highlight war ja auch die Werksführung. Wirklich, wie viele Schritte nötig sind, um so eine Waffe zusammenzubauen, wie der Lauf bearbeitet wird mit dieser Kalthämmermaschine, 90 Tonnen. 90 Druck. Tonnen, die da drauf drücken. Und auch die ganze Qualitätssicherung, ne? Wie oft das alles überprüft wird. Es ist noch viel Handarbeit. Es ist noch, sind auch eine Menge Maschinen, aber auch viel Handarbeit, das stimmt. Ja. Nee, war cool. War eine runde Sache. Gut, da kommen wir gerne mal wieder, ne? Wenn hier Schnee liegt und die Füchse laufen. Ich freue mich jetzt erstmal wieder auf meine Schweine. Ja, Schwein geht immer.